Zeichen. Ist schon gut, weiter. Was soll denn das? Ich danke Ihnen, dass Sie mir so liebenswürdig aus der Klemme geholfen haben. Aber ich möchte jetzt nicht weiter Ihren Hals gefährden. Das letzte Stück bis zum Gipfel ist ja auch ganz einfach. Sie werden es aber trotzdem nicht schaffen. Sie reden nämlich viel zu viel. Das schlägt aufs Herz. Sie haben ja jetzt kaum noch Luft. Also, danke. Bitte? Sie bleiben hier! Nein! Ich habe keine Lust, hinterher Ihre zarten Knochen zusammenzulesen. Brauchen Sie auch nicht. Ich passe schon auf mich selber auf. Wenn aber wieder ein Wildvogel kommt... Sie sind schon hier? Nein. Ihr Tempo ist viel zu schnell. Ich weiß, das schlägt aufs Herz. Sie gestatten doch, ja? Bitte, bitte. Herrlich hier, was? Christoph Falk? Öcknerspitze? Danze Joch? Rosskopf? Sprechen mit vollem Munde schlägt übrigens auch aufs Herz. Aber wahrscheinlich haben Sie gar keins. Wahrscheinlich. Lassen Sie das. Ich habe gleich gewusst, Sie haben keine Ahnung vom Bergsteigen. Was fällt Ihnen ein? Wollen Sie hinterher verdursten? Wir haben noch 6 Stunden bis zur nächsten Berghütte. Kommen Sie mal mit. Hier, trinken Sie. Da sind ja nur noch ein paar Schluck. Kein Widerspruch, trinken Sie. Danke. Warum steigen Sie eigentlich allein hier in den Bergen herum? Das ist verdammt leichtsinnig. Allein oder gar nicht. Das sah ich auch. Aber heutzutage hat man ja nicht immer die Gipfel für sich allein. Wie Sie sehen. Sie werden sich einen eigenen anschaffen müssen. Bis dahin. Was, Sie wollen schon wieder runter? Ich wüsste nicht, wo es hier noch raufgeht. Zu dumm. Seien Sie vorsichtig unten im Quersattel. Die Risse sind gefährlich. Das Herz jederzeit, ob man jung oder alt, denn das Herz wird nicht kalt, wenn man liebt. Es ist auch ganz gleich, wenn man liebt, ob man arm oder reich, wenn das Herz nur so gleich sicher gibt. Ruhe! Schade, das Lied ist doch sehr hübsch. Schrecklich! Überall, wo man hinkommt, hört man dieses Lied. Außerdem, ziehen tut's auch hier. Finden Sie? Ja, frieren Sie denn nicht? Nein, gar nicht. Das Fenster muss ja auf sein, wo ich sowieso schon erkältet bin. Aber ich traue mich nicht, was zu sagen. Also gut. Bitte das Fenster schließen. Das Fenster muss aufbleiben. Ruhe! Also dieser Zustand ist unerträglich. Ich werde mir bestimmt den Tod holen. Das ist aber auch wirklich eine Rücksichtslosigkeit. Ich bitte das Fenster zu schließen. Das Fenster muss aufbleiben. Will ich Sie selbst schließen? Bitte. Vorsicht! Da sind hier alle Scheiben kaputt. Ganz richtig. Ich habe Ihnen doch gesagt, das Fenster muss aufbleiben. Muss ich Ihnen denn überall begegnen? Offenbar. Einer muss sich ja um Sie kümmern. Danke. Bitte, bitte. Fallen Sie im Dunkeln keinem Falschen in die Arme. Hey! Wo wollen Sie denn hin?
Danke, ganz gut. Ohne Sie? Ja, ohne Sie und Ihr Leichtsinn hätte ich jetzt noch meinen schönen Cognac. Höflicher sind Sie inzwischen auch nicht geworden. Mit Recht. Die Sache hätte nämlich verdammt schief gehen können. Nichts kaputt, bloß die kleine Schramme? Ich glaube nicht mehr. Ist ja im Haar, man sieht's nicht. So, so ist alles wieder ganz heil. Dass Sie auch noch mein Lebensretter sein müssen. Ich bin wirklich ein Pechvogel. Ach, ein Wildvogel sind Sie, aber ich werde Sie schon zähmen. Sie dürften kaum noch Gelegenheit dazu haben. Sagen Sie das nicht, unsere Begegnungen scheinen unvermeidlich. Danke. Wo wollten Sie denn eigentlich hin? Wo ich schon gestern hin wollte. Na also, dann haben wir denselben Weg. Muss das sein? Diesmal ja. Es ist einfacher für mich, wenn ich schon da bin, bevor Sie zusammenklappen. Wird's denn gehen? Ganz gut. Schwindel. Ja, ein bisschen. Na, dann stützen Sie mal fest auf mich. So, hier trennen sich dann endgültig unsere Wege. Wieso? Ich denke, Sie wollen auch nach St. Leon haben. Keine Spur, ich will nach Brück. Ach so, nach Brück, ja, dann werde ich Sie wohl Ihrem Schicksal überlassen müssen. Aber darf ich Ihnen vorher noch ein paar Bergregeln mitgeben? Erstens, als Mädchen nicht Bergtouren allein machen. Mhm. Zweitens, beim Klettern nicht auf Wildvögel achten. Oh. Drittens, einem, der es besser weiß, nicht widersprechen. Genug. Und viertens, bei Danksagung an den Lebensretter. Also gut, danke. Aber Sie wissen ja noch gar nicht, was ich sagen wollte. Viertens, bei Danksagung an den Lebensretter nach Möglichkeit die Brille absetzen. Sie sind aber ziemlich anspruchsvoll. Allerdings. Und ein Schulmeister dazu. Eben nicht. Nein, Sie haben recht, kein Schulmeister. Aber ein Raubtier. Ein arrogantes Raubtier. Stimmt! Wolf heiße ich. Wolf mit zwei F. Können Sie sich ruhig merken. Der 1 erster Kreinitz. Schon wieder. Nicht zu glauben. Das sage ich auch. Aber Sie wollten doch nach St. Leonhard. St. Leonhard? Da müssen Sie sich verhört haben. Ich wollte nach Kreinitz. Kreinitz? Ja. Das glaube ich nicht. Bitte, hier. Das ist die Höhe. Oh, wollen Sie etwa auch in Kreinitz Ihre Ferien machen? Ja. Bitte, kann das Fenster nicht aufbleiben? Nein, es zieht. Man erstickt ja, das Fenster bleibt auf. Das Fenster bleibt zu. Das ist eine Rücksichtslosigkeit. Ja, das sage ich auch. Zwei Menschen wollen gute Luft, einer will schlechte. Ich werde mich beschweren. Viel Vergnügen. Unverschämtheit. Unter uns dieses Ekel hatte recht. Es zieht nämlich wirklich. Sie sind furchtbar... Glücklich. Furchtbar glücklich, weil wir jetzt endlich allein sind. Also hören Sie mal. Und so kurz vor den Dulles. Auch das noch. Keine Angst, ich bin ja bei Ihnen. Bitte. Ach so. Deshalb. Natürlich. Deshalb. So, Sie können ruhig reinkommen. Das Fenster ist zu. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Vollkommen. Warum hat man mich denn gerufen? Ach, das weiß ich nicht. Also ein Missverständnis. So was fährt erster Klasse. Die Notbremse ist weiter hinten. Merken Sie denn wirklich nicht, wie lästig Sie mir sind? Wissen Sie, wenn der Tunnel nur etwas länger gewesen wäre... Können wir uns nicht ernsthaft unterhalten, wenn es schon sein muss? Es muss. Sie sollten nämlich endlich einsehen, Vika... Ja, wissen Sie denn meinen Namen? Aus Ihrem Buch vorhin. Vika von Demnitz. Haben Sie etwas mit den Flugzeugwerken zu tun? Mein Vater war Ihr Gründer. Jetzt leitet mein Onkel die Werke. Warum interessiert Sie das? Ich bin Ingenieur. Benningsen heiße ich. So, Ingenieur sind Sie. Das hätte ich mir denken können. Ach nee. Tja,
Alle Ingenieure sind gleich. Kein Gefühl, nur Verstand und Wille. Na, so Ingenieur bin ich nur wieder auch nicht. Abwarten. Was sollte ich übrigens von so dringend einsehen, Herr Bellingsen? Dass das kein Zufall war, das mit uns. Schwindel, Sie sind mir doch nachgestiegen. Eben, das ist doch kein Zufall. Achtung, Tunnel. Ach, schon wieder. Keine Angst, ich tue Ihnen nichts. Ach, Sie können sich auch gut benehmen. Mach ich doch immer. Dann waren Sie nur zu mir so frech? Frech? Bleiben Sie bei der Wahrheit. Also gut, ein paar Mal waren Sie auch nett zu mir. Die Ostwand hätte ich ohne Ihre Hilfe nicht geschafft. Und Tee haben Sie mir auch gegeben. Und dass ich Sie vor Rheumatismus bewahrt habe durch das zugestellte Fenster, das war wohl nichts. Da war ich wütend. Ich war überhaupt immer wütend auf Sie. Auch als Sie aus der Ohnmacht aufwachten? Nein, dann nicht. Also was wird mit unseren Ferien? Wo wohnen Sie in Kranz? Nicht im Dorf. 3 Stunden hinauf in Schloss Halde. So ein Zufall. Da habe ich auch ein Zimmer gemietet. Oh, diesmal sind Sie reingefallen. Tante Agathe hat kein Hotel. Ja, hier Agathe von Ebbinghaus. Mika, Kind, Liebstes! Na endlich! Josef, sie ist da! Sie ist da! Dein Gepäck ist schon oben. Wir haben dich ja bereits gestern erwartet. Ob du jemanden mitbringen darfst? Ja, wen denn? Einen... Deinen? Meinen... Mein Lebensretter. Ich freue mich. Das ist er also. Tag, Sevolon. Ein alter Verehrer. Ne, Frau, ich bitte um Entschuldigung. Ach, überflüssig. Sie haben diesem Kind das Leben gerettet. Vika, ich bin außer mir. Du hast mir ausdrücklich versprochen, nicht mehr alleine Bergtouren zu machen. Ja, ich... Nein, versuche nicht, dich auszureden. Ich bin wirklich ernsthaft böse. So leid es mir tut, diesmal werde ich deine Verwandten in Stuttgart informieren. Agathchen, denk an Tante Britas Herzanfälle. Sie würde erst recht Herzanfälle bekommen, wenn du eines Tages durch deinen Leichtsinn... Aber Sie tun von dem jetzt Unrecht, ne Frau. Sie hat die Tour ja gar nicht allein gemacht. Eben, ja. Eigentlich war er ja dabei. Und er ist ein alter Bergsteiger. Ja, ein ganz alter. So? Wie konnte dann trotzdem der Unfall passieren? Gott, wie so etwas eben mal passiert. Stellen Sie sich vor, Föhnwetter, Neuschnee, ein Gletscher. Wir beide stehen davor. Wollen wir dem sehr vernünftig, rät den Abstieg aufzuschieben. Siehst du. Ich bestehe auf den Abstieg. Ja, wie so Männer sind, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, mehr besonders. Ich gehe sichern voran. Da, ein plötzliches Schneetreiben. Schneetreiben? Oh, Schneesturm. Schneesturm? Orkan! Windstärke 13, 14, es kann auch 15 gewesen sein. Also wir kommen weder vorwärts noch rückwärts. Eigentlich möchte ich jetzt gerne mal auf mein Zimmer hier. Ach, lass doch, ist ja so aufregend. Erzählen Sie doch weiter, Herr Bennigsen. Plötzlich trägt mir der Wind... Der Sturm? Der Orkan einen Schrei zu, das Seil reißt an... Oh, was will reißt? Wird straff. Sie hätte mich fast in die Tiefe gerissen. So, jetzt gehe ich aber wirklich. Bekomme ich das Turmzimmer? Wie immer, mein Herzchen. Und in einer halben Stunde essen wir. Ja, ich ziehe mich noch rasch um. Kommen Sie, Herr Bennigsen. Nehmen Sie doch Platz. Aber sagen Sie, dann sind Sie ja eigentlich schuld. Es ist mir scheußlich, das gestehen zu müssen. Macht ja nichts. Ist ja noch alles gut gegangen. Und Vika sieht auch nicht so aus, als ob sie ihm böse wäre. Sie hat mir verziehen und ich hoffe, auch Sie, gnädige Frau, werden mir verzeihen. Ich glaube, Sie sind ein sehr gütiger Mensch. So? Meinen Sie? Aber sagen Sie, seit wann gestattet Herr von Demnitz seiner Nichte, mit einem fremden Mann allein durch die Berge zu streifen? Ja, er hat es ihr ja gar nicht gestattet. Aber ohne besondere Veranlassung würde doch Vika... Halt, Herr Bennigsen, da steckt etwas dahinter. Aber gnädige doch, Frau. Ich sehe es Ihnen an. Ja? Ein Herzensgeheimnis? Ich hatte doch gleich so eine Ahnung. Also? Gnädige Frau, gerade heraus. Sie sind, nicht wahr? Also gut, Vika und ich... sind heimlich verlobt. Gott, wie mich das freut. Aber das muss vorläufig ein Geheimnis bleiben. Auch Sie, gnädige Frau, dürfen sich bitte nichts anmerken lassen. Ach, mein Glückwunsch, Herr Bennigsen. Sie werden in Vika eine wundervolle Frau finden. Ein bisschen schwierig zwar. Ich weiß, ich weiß. Ach, Sie meinen die Familie von Demnitz? Ach, die haben doch alle miteinander einen Vogel, seitdem die Werke so viel Flugzeuge fabrizieren. Die wollen hoch hinaus mit ihrer Erbnichte. Sehen Sie, das ist es. Ich bin nur ein kleiner Flugzeugkonstrukteur, wenn auch mit großen Rosinen. Und man würde mich zweifellos für einen unliebsamen Mitgiftjäger halten. Es ist zu schön. Sie sprechen genau wie er. Wie wer? Wie er, wie Vikas Vater. Das war ein Mann. Was er wollte, das setzte er durch. Sie erinnerten mich sofort an ihn. Sie sind so nett zu mir. Herr Bennigsen, ich werde alles tun, um Ihnen und der lieben Vika zu helfen. Ich danke Ihnen. Aber bitte Diskretion. Ist doch selbstverständlich. Ja, herein. Bitte schenken Sie mir 2 Lein.
Ich wollte bloß die Kleider auspacken helfen. Aha. Und dann... Oh, was haben Sie denn da, Resi? Ein Edelweiß, ein getrocknetes von meinem Franzl. Bitteschön. Danke, das ist sehr lieb von Ihnen. Ist auch bei Vollmond gepflückt worden. Mhm. Und wenn Fräulein Wicker sich das Blümerl auf die Brust legt, dann kommt er bei der Nacht. Wer? Der Herr Schatz. Also. Ich hab's ausprobiert, mir können Sie es glauben. Er hat das Zimmer nebenan gekriegt und wie er lustig ist. Wir freuen uns ja alle so. Was meinen Sie denn eigentlich? Aber tun's doch nicht so, auch wenn es ein Geheimnis sein soll. Aber wo ich das gnädige Fräulein doch schon so lange kennen tue. Und die gnädige Frau Zandt meint ja auch. Ich verstehe Sie wirklich nicht, Resi. Hallo, Vika, sind Sie endlich soweit? Ja? Vika? Ja? Oh, hübsch. Ja, gefällt sie mir? Sehr. Das freut mich. Ich habe sie mich selbst entworfen. Modezeichnerin? Nein, Kunsthistorikerin. Ernsthaft oder nur, weil Sie zu viel Geld haben? Ganz ernsthaft. Assistentin am Archäologischen Institut der Universität in Wien. Respekt. Erfreulich, dass Sie jetzt keine dumme Bemerkung gemacht haben. Überhaupt, es war sehr nett von Ihnen, mich so bei Tante Agathe herauszupauken. Das war doch selbstverständlich. Aber dafür müssen Sie mir versprechen, nie wieder allein Bergtouren zu machen. Würden Sie sich denn um mich sorgen? Ja. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja. Das ist nett. Sie sind überhaupt plötzlich sehr nett. Wenn man glücklich ist, dann zeigt man immer seine besten Seiten. Sind Sie denn glücklich? Ich bin wie verwandelt. Durch Sie, Vika. Wird es anhalten? Das hängt von Ihnen ab. Was haben Sie denn da? Ach, das ist nichts Besonderes. Das ist nur ein Edelweiß. Na, hast du das hier gegeben? Nein, aber geziert hat sie sich, die eben die Stadtleute an in der Liebe. Ist er denn schön, der Ihre? Zünftig. Anders als der Deine. Ach, du! Weißt du was, Franzl? Nein. Meinst du nicht, dass die Frau was tät, wegen der Verlobung? Tät? Ja, was sollst du denn tun? Deppert bist. Einen Enzian stiften für die Küche und einen Wein. Siehst du? Im Kopf hat er mehr als du, der Josef. Passt auf, ich habe mir was ausgedacht für nachher, wenn das Essen vorbei ist. Sogar das Betreten der Grasflächen. Sie hat eine Handvoll Heu gestohlen, die Gnädige, von einem Wagen, als sie das letzte Mal in Wien war. Das hat sie sich unter den Kopf gelegt zur Nacht. Vor Heimweh? Sie sollten ganz still sein, Herr Oberförster. Sie halten es doch auch nicht aus in der Stadt. Dabei hätte er sogar Forstrat werden können in Wien. Die Ablehnung hatte aber andere Gründe. Er ist nämlich in Tante Agathe verliebt, seit 20 Jahren schon. Wirst du wohl still sein? 20 Jahre? Mein Gott, Herr Oberförster, warum haben Sie da nicht mal zugepackt? Ich habe sehr versucht vor 20 Jahren, aber da habe ich ein paar auf die Finger gekriegt. Und seitdem? Herein. Wir wünschen so viel Glück, ihr Liebesleut. Wie viel Blätter in den Wäldern, wie viel Grasel auf den Feldern, wie viel Tröpfel in den Brunnen, wie viel Strahlen in der Sonne, wie viel Sand am weiten Meer, wie viel Sternen oben her. Viel Rinder und Kinder, viel Gut und viel Blut. Glory, Glory, Victory, das wünschen wir gut. Ja, was ist denn, Tante Agathe? Habt ihr euch am Ende doch verlobt? Wir, aber Kind, jetzt kannst du es doch zugeben. Er hat es mir anvertraut. Ich freue mich also. Er ist schon der Richtige für dich. Ja, da gratuliere ich aber herzlich. Na, und wir nicht. Ja. Vika. Also, das geht zu weit. Schön schauen wir aus. Sauber. Was ist denn alleweil? Tja. Sie geniert sich halt ein bisschen. Das sollte nämlich alles noch geheim bleiben. Ja, so. Vielen Dank. Ist schon recht. Ja, aber gibt's denn nachher jetzt gar nichts zu feiern? Ach, ich denke schon. Dafür wird die Frau des Hauses sorgen. Wieso? Gnädige Frau. Ach so, ja, natürlich. Also seid vergnügt in der Küche, holt euch ein paar Flaschen Kaltra und dann Enzian. Da haben Sie mir was Schönes eingebrockt. Nicht böse sein, ich konnte es einfach nicht für mich behalten. Ja, was machen wir denn jetzt? Soll ich schnell mal rauf? Soll ich sie holen? Nein. Sie muss von selbst kommen. Ganz wie er. Wie Vikas Vater. Das war ein Mann. Was, Dorfchen? Sie haben mir gerade noch gefehlt, Herr Dennison.
Jetzt weiß ich, wie wir sie runterkriegen. Wie denn? Wir feiern einfach mit in der Küche. Mit Musik. Je lauter, desto besser. Idee haben. Liron, Strafe muss sein. Die Gnefrau Agathen, das weiß ich genau, wird nie was verraten, die schweigsame Frau. Hollatio! Hollatio! Das Gnefräulein Vika, die tut nur so zart. Und kommt sie jetzt zurück, ja, dann geht's dir um ein Bart. Und wie? Nun pass mal gut auf! Man braucht was fürs Herz jederzeit, ob man jung oder alt. Denn das Herz wird nicht kalt, wenn man liebt. Stimmt's, Frau Agathe, Herr Oberförster? Sie ist ja ganz gleich, wenn man liebt, ob man arm oder reich. Wenn das Herz nur so gleich sich ergibt. Was sagst du nur, Rätsel? Ganz egal, nicht viel gefragt. Der gewinnt, der viel wagt. Und sein Leben versäumt, der, der nur träumt. Man braucht was fürs Herz jederzeit, ob man jung oder alt. Denn das Herz wird nicht kalt, wenn man so junge Leute sieht. Die zanken sich auch. Müssen wir nicht mal nach ihnen sehen? Ich glaub schon, aber lieber nicht. Torb, erschrecken Sie mich nicht. Ist denn das eigentlich schicklich, so die beiden Zimmer nebeneinander? Ich weiß es nicht. Nur glücklich wird man bestimmt nicht, wenn man schicklich ist. Also gute Nacht, Frau Agathe. Gute Nacht, Torbchen. Wollen wir nicht
auf Vika warten? Aber nein, das kann noch stundenlang dauern, bis Vika kommt. Sie wissen ja, wie lange eine junge Frau braucht, sich zurechtzumachen. Ich hätte sie doch besser im Parterreflügel unterbringen sollen, Herr Benningsen. Torp meinte auch, sehr schicklich sei es nicht, zwei Verlobte nebeneinander einzuquartieren. Finden Sie das so lächerlich? Bitte entschuldigen Sie meine Offenheit, aber ich finde es etwas überholt. Wieso? Sehen Sie, das kommt davon, wenn man schwindelt. Haben Sie mich etwa belogen? Noch nicht direkt, aber ich habe Ihnen eben nur ein Teilgeständnis gemacht. Vika und ich, wir sind gar nicht heimlich verlobt. Umso schlimmer. Nein, wir sind nämlich eigentlich heimlich verheiratet. Nein, so etwas. Und das alles auf nüchternen Magen. Aber gnädige Frau, da kommt Vika. Guten Morgen, entschuldigt bitte. Guten Morgen, Sebulon. Bist du auch so glücklich? Vika, meine liebe, kleine Vika. Was ist los? Ich kann es ja immer noch gar nicht fassen. Was denn? Du, Kind, eine junge Frau. Wolf, hast du schon wieder was angerichtet? Aber Vika, warum soll es Tante Agathe eigentlich nicht wissen? Sie wird es schon nicht weiter sagen. Ja, was denn? Dass ihr bereits verheiratet seid. Verheiratet? Sie will es nicht glauben. Sag es ihr selbst. Wir sind doch verheiratet. Oder nicht? Oh, wenn ich es bloß gestern schon gewusst hätte. Ich lasse euch allein. Darf ich es wenigstens Torpchen sagen? Warum tust du nun so etwas? Einen Scherz daraus zu machen. Einen Scherz? Vater kam jedes Jahr zur Jagd hierher, zu Agathes Vater. Vom 10. Jahr an nach Mutters Tod durfte ich dann mit, gewissermaßen als Schutz für ihn, denn Agathe war damals schon den Vater verliebt. Aber Agathe, sie kommt nicht los von der Erinnerung an ihn. Schrecklich ist das eigentlich, so zu lieben. Du hörst ja gar nicht zu. Doch, guck mal da oben hinter der weißen Wolke. Schon wieder ein Wildvogel? Nein, Flugzeug. Och, prosaisch bist du. Oh, fliegen ist doch nicht prosaisch, höchstens für Kunsthistoriker. Du verstehst sicher weniger von Kunstgeschichte als ich von der Fliegerei. An der Fliegerei werden dich wohl hauptsächlich die Tantiemen-Netzwerke interessieren. Ach, ich bin viel zu glücklich, um jetzt böse zu sein. Ja, warum solltest du auch? Weil du eigentlich ekelhaft zu mir bist. Komm, sei nett, erzähl mir endlich von dir. Ach, zu anstrengend. Wie sieht es denn in dir aus? Da und da. Dösig. Was denkst du, was wünschst du dir? Was hast du vor? Noch eine Stunde in der Sonne liegen und dann guten Mittag essen. Du lügst. Sicher denkst du an irgendeine Erfindung statt an mich. Für beides zu faul. Ich will mich aber unterhalten. Rede ruhig, erzähl du. Wenn ich nicht antworten muss, dann stört's mich nicht. Ach, du bist schrecklich. Also gut. Ich habe dir noch gar nichts von Sizilien erzählt und von unseren Ausgrabungen. Wir haben Funde gemacht, die klar den entscheidenden Einfluss des Hellenismus auf den Friedensaltar des Augustus, die Arapazis. Juhu! Beleidigt? Ja. Du, ich muss aber jodeln, wenn ich was von der Arapazis des Augustus höre. Gut, dann werde ich eben jodeln, wenn du von deinen Maschinen sprichst. Ja, ich tue es ja nicht. Eben. Wahrscheinlich bist du gar kein richtiger Ingenieur. Na, was denn für eine? Guter. Was baust du denn? Milchzentrifugen? Oder Radioapparate? Schon besser.
oder Fernsehapparate. Das hätte wenigstens eine Spur von Romantik. Hm, Fernsehapparate, jetzt hast du es raus. Du, ich werde etwa in einem Jahr in der Lage sein, dich überall sichtbar zu beobachten. Ich glaube, du machst dich über mich lustig. Du nimmst mich und meine Welt nicht ernst. Aber ich sage dir, wenn es keine Kunst und keine Kunstforschung gäbe, dann... Wann hast du eigentlich Geburtstag? Dann wären alle eure Erfindungen... Wann du Geburtstag hast? Am 24. in 6 Wochen. Das passt ausgezeichnet. Hör mal, du, ich versuche dir die Bedeutung der Kunstgeschichte klarzustellen. Stör mich nicht, ich denke nach. Na, endlich. Doch, das kann ich in 6 Wochen schaffen. 10 Tage bleiben wir noch hier. Du kümmerst dich inzwischen um die Traupapiere. Dann fahren wir nach Stuttgart. Ich gehe zu deinem Onkel. Und am 30. mit dir zusammen auf Standesamt. Hast du alles gut gemerkt? Du fragst gar nicht, ob ich das auch so will? Natürlich willst du. Ich muss doch überhaupt nach Wien zurück. Ich habe schließlich meine Stellung. Oder wirst du telegrafisch kündigen? Als ob ich überhaupt keinen eigenen Willen hätte. Ich kann auch ohne dich fertig werden. Armer, eingesperrter Wildvogel, das kannst du eben nicht. Komm, 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 komm. Komm. Nein, ich, aber ich will nicht an. Du ziehst den Pullover an, verstanden? Nein. Ich will keine verschlupfte Frau aber haben. Aber mir ist doch gar nicht kalt. Rede nicht, gehorche, setz dich da ans Feuer. Gehorche? Meinst du vielleicht, du machst Eindruck auf mich mit solchen Methoden? Natürlich. Du irrst dich. Es geht nicht nur mit dem Zupacken. Zurückhaltende und höfliche Menschen werden auf die Dauer bestimmt viel mehr Erfolg haben. Professor Lossen in Wien zum Beispiel fasziniert mich geradezu auf diese Weise. Naja, er ist allerdings auch sehr verliebt in mich. Aber es scheint ihn nicht zu interessieren. Kaum. Gustav Lossen ist der Sohn von Tante Brittas bester Freundin. Auch im Beruf. Er ist ein Kunsthistoriker von Weltruf, außerdem ein Chef. Er will mich übrigens schon lange heiraten. Die Zopffrisur steht dir großartig. Ich sprach davon, dass Professor Lossen mich heiraten will. Nur ein bisschen schief, weißt du, hier muss es tiefer runter. Lass doch das bitte. So ist schön. Also heiraten will er dich. Ja, sind doch alle dafür. Die Familie Demnitz, seine Mutter. Und du? Gott, er ist ein sehr liebenswerter Mensch. Ist er auch ein Mann? Wolf. Erstens bin ich grundsätzlich misstrauisch gegen Menschen, die in der Erde nach Münzen buddeln und über alte Kunst große Reden schwingen. Es ist noch lange nicht heraus, was wichtiger ist, alte Kunst oder Fernsehapparate. Möglich. Und zweitens? Zweitens kann man die Liebe einer Frau auch mit anderen Mitteln erringen, als nur mit Grobheit und Herrschsucht. So wie er, mit Güte und Takt, langsam werben. Ah, so, wieder Herr Oberförster Torp. Du reizt mich nicht. Ach, Vika, ein Mann geht geradewegs auf sein Ziel los. Was ist denn dein Ziel? Mich wirklich zu heiraten? Ja, das auch. Du, ich weiß nicht, ich habe Angst vor dir. Ich glaube, ich sollte dich doch nicht heiraten. Nein, ich werde dich nicht heiraten. Frau Vika... Gib den Zettel her! Frau Vika Bennington, Frau Vika Bennington. Nein, den will ich behalten, damit ich dich immer daran erinnern kann, wie schwanken die Entschlüsse einer Frau sind. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! Warst du denn los? Ich bin 2 Stunden durch den Wald gerannt. Allein? Mhm, allein. Und zwar sogar sehr wichtig. So wichtig, dass wir ohne dich zu Abend essen mussten? Noch wichtiger, mir ist nämlich etwas Entscheidendes eingefallen. Ach. So entscheidend, dass ich morgen früh abfahren muss. Soll ich jetzt die Verzweifelte spielen? Des Ritters Abschied von der Gemahlin? Umso besser, wenn du vernünftig bist. Ja, was denn? Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Das glaube ich nicht. Du hast dann noch 8 Tage Ferien. Wir haben noch 8 Tage Ferien. Das sind doch unsere Ferien. Ich sage dir doch, es gibt jetzt Wichtigeres. Wo musst du denn überhaupt hin? Zunächst nach Berlin. Du, ich komm mit. Sinnlos. Ich habe doch keine Zeit für dich. Bleib du ruhig noch die paar Tage hier. Und weshalb denn? Und du hörst doch, wegen meiner Arbeit. Das verstehe ich nicht. Wolf, ich verstehe dich nicht. Ich kann dich nicht verstehen. Mach es mir doch wenigstens klar. Wozu? Du begreifst es ja doch nicht.
Dein Fernsehapparat wird wohl noch eine Woche warten können. Eben nicht. Wenn ich dich nun sehr bitte, noch zu bleiben, Wolf. 3 Tage wenigstens. Oder 2. Oder einen. Na, das geht nicht. Du sagst doch, du liebst mich. Ja, aber ich habe doch außerdem meinen Beruf. Mika, sei vernünftig. Fahr nach Wien, bring dort die Geschichte mit deinem Professor in Ordnung und komm in 4 Wochen ungefähr am 20. nach, dann bin ich soweit. Dann bleibt alles bei unserem Programm. Und wenn ich nicht komme? Wenn ich überhaupt nicht komme? Du wirst kommen, das weiß ich ganz genau. Du bist deiner Sache sehr sicher. Mit Sache meine ich jetzt mich. Ja, natürlich bin ich meiner Sache sicher, denn das, was zwischen uns beiden gewesen ist, das hält zusammen. Erinnerungen, die kann man vergessen. Nein. Die Berge, die Hütte, der Gletscher und das Zimmer, sowas kann man nicht vergessen. Wolf. Komm. Lass die Sentimentalitäten. Ich muss überhaupt zu Tante Agathe runter und ihr Bescheid sagen. Das geht ganz schnell. Meineswegen brauchst du dich nicht zu beeilen. Du? Fang nicht heute Abend noch an zu rebellieren. Einmal muss ich ja wohl damit anfangen. Versuch's nur. Überspann es nicht, Wolf. Mika. Du weißt nicht, was du tust. Aber Mika, es ist unser letzter Abend. Das kann ganz gut sein. Man braucht was fürs Herz jede Zeit, ob man jung oder alt. Denn das Herz wird nicht kalt, wenn man liebt. Es ist auch egal, wenn man liebt, ob man arm oder reich, wenn das Herz nur sogleich sich ergibt. Verzeihen Sie, aber diesmal müssen Sie mir feierlich versprechen zu schweigen. Unbedingt, was auch geschehen mag. Also gut, ich verspreche es Ihnen. Was haben Sie denn so Geheimnisvolles vor? Ich habe die entscheidende Lösung für meinen neuen Flugzeugtyp gefunden. Diesmal muss es klappen mit den Dämmnetzwerken. Sie werden die Maschine bauen. Oh, da wird sich Vika aber schrecklich freuen. Nein, vorläufig darf sie nichts erfahren. Sie würde sich einschalten und ich bin kein Prinzgemahl. Ich will nicht Chefingenieur von Vikas Gnaden werden. Sehr schön. Und doch ein Unfug. Vika kann so doch gar nicht verstehen, weshalb sie plötzlich abreisen. Sie muss lernen, sich ohne viel Fragen zu fügen. Sie ist ohnehin zu dickköpfig. Wie doch auch Wolf. Eben, uns genügt ja, wenn es einer von uns beiden ist. Ich muss jetzt rauf zu Vika, sie wartet auf mich. Machen Sie mir das Kind glücklich. Ja, das will ich. Und vielen Dank für Ihre Güte. Noch ist es Zeit. Sagen Sie ihr die Wahrheit. Ich will es mir überlegen. Gute Nacht. Vika. Vika, da bin ich schon. Viel Schlaf. Vika, du schwindelst ja. Du willst mich bloß klein kriegen. Du, das ist dumm von dir. Ich habe dir nämlich noch was Wichtiges zu sagen. Jetzt sind beide weg. Der eine dahin, der andere dort. So ein Unglück. Was haben sie denn bloß gehabt miteinander? Frag nicht so dumm. So was kommt vor bei jungen Eheleuten. Das wirst du auch noch merken. Werner, das dritte bitte. Schöne Bilder diesmal. Unsere Fußball-Elf. Und für mich nichts, wieder nichts? Leider. Hier Excelsior Hotel Stuttgart, danke. Ich notiere. Post für mich, Briefe, Telegramme? Wieder nichts, Herr Bennigsen. Wenn die Dämmnetzwerke anrufen, ich bin schon auf dem Wege. Ja, Herr Bennigsen, wir sind soweit. Wir haben Ihre Konstruktionspläne genau durchgeprüft. Das freut mich. Haben also meine nachgereichten Details Ihrer Bedenken zerstreut? Vollkommen. Dass Sie diese Arbeit in nur 5 Wochen bewältigen konnten, ist allein schon erstaunlich. Ich kam frisch erholt aus den Bergen. Die von Ihnen entwickelte Maschine verspricht einen außerordentlichen Aktionsradius. Geschwindigkeit, Steigfähigkeit, Zuverlässigkeit ergeben ein Reise- und Sportflugzeug, das konkurrenzlos werden könnte. Aber? Wie bitte? Ich warte auf das Aber. Das Aber liegt nicht in Ihrer Sache.
Die persönlichen Bedingungen, die Sie daran knüpfen, sind untragbar. Meinen Sie meine Bezüge? Aber nein. Sie wollen nur bei uns eintreten, wenn Sie absolute Vollmachten erhalten. Ja. Sehen Sie, Ihre Pläne für den Serienbau der neuen Maschine bedeuten schließlich eine völlige Umstellung unseres Produktionsprogramms. Da möchten wir Sie doch erst einmal kennenlernen. Wir müssen sicher gehen. Absolut sicher. Ich bin von der Walter Flugzeug AG weggegangen und habe auf eigenes Risiko gearbeitet, weil man mir dort mit denselben Einwänden kam. Ich will bauen und nicht immer nur zeichnen und planen. Mit Vorsicht allein kommt man nicht weiter. Man muss etwas wagen, Herr von Demnitz. Bestimmt. Wir wollen Ihnen ja auch Gelegenheit geben, sich schnellstens zu beweisen. Ein halbes Jahr. Probezeit? Ja. Sie selbst wissen doch noch gar nicht, ob Sie bei uns die Arbeitsatmosphäre finden, die Sie für Ihre große Aufgabe brauchen. Ich kenne die Leistungen Ihres Werks und ich weiß zufällig einiges über Sie und über Ihren verstorbenen Herrn Bruder, der wohl dieses Werk aufgebaut hat, und das genügt mir. Freut mich. Trotzdem müssen wir leider... Sie würden also meine Maschine nur unter dieser Bedingung bauen? Rundheraus ja. Dann erlauben Sie, dass ich mich verabschiede. Benny, es geht um eine große Sache. Ja, gerade deshalb. Jeder Tag ist kostbar und die Konkurrenz schläft nicht. Seien Sie doch vernünftig. Ich bin bereit, die Probezeit... Ist ja doch gleichzeitig eine Vorbereitungszeit. ...auf ein Vierteljahr abzukürzen. Ich will es mir noch einmal überlegen. Geben Sie mir ein paar Tage Bedenkzeit. Wenn es sein muss, bitte. Also. Post für mich? Briefe? Telegramme? Wieder nichts, Herr Benningsen. Nur ein Häusermakler war da. Er lässt ausrichten, er hätte eine reizende kleine Villa. 6 Zimmer, Garten, Garage, sehr schön gelegen. Also gut, ich bin in meinem Zimmer oben. Jawohl, Herr Benningsen. Kann ich denn keinen Augenblick haben? Ja, hier ist Britta von Demnitz. Wie, wer ist da? Benningsen? Kenn ich nicht. Oder doch ja, mir scheint, vielleicht durch meinen Mann. Sind Sie nicht dieser hartnäckige Erfinder? Meine Nichte. Ja, Moment, ich werde Sie verbinden. Das heißt, es geht ja dann. Entschuldigen Sie, schrecklich, diese Nervosität. Vika ist nämlich gar nicht hier. Nein, ist in Wien. Ja, Moment, die Adresse. Wien, 13. Bezirk, Auhoffstraße 6. Dankeschön, das genügt. Entschuldigen Sie vielmals, eine Frau, empfehle mich. Aeroclub? Verbinden Sie mich bitte mit Herrn Wagner. Danke. Ich brauche einen Stadtplan von Wien. Wird das gehen? Jawohl, sofort. Besten Dank. Hallo? Herr Wagner, Benningsen hier. Ja, sagen Sie, können Sie mir heute Nachmittag Ihre Kiste pumpen? Nach Wien. Privat. Ja, kann ich dann 3 Uhr starten? Ich bin spätestens abends 8 Uhr wieder zurück. Der Stadtplan, Herr Benningsen. Dankeschön. Reitzeder Bezirk, Auhoffstraße. Nummer 56, Concordia als Schützerin der Ehe, Relief etwa 149 bis 50. Wahrscheinlich eine Studie für das bekannte Medaillon zur 9. Jahrhundertfeier Roms unter Antoninus Pius. Haben Sie schon bemerkt? Auch diese Arbeit steht völlig unter dem Einfluss der Arapazis-Darstellung. Hat das eigentlich viel Sinn, was wir hier tun, Herr Professor? Was für Ideen, Vika? Ich verstehe Sie nicht ganz. Ja, ich muss jetzt so häufig darüber nachdenken. Einem Ingenieur zum Beispiel wird doch sicher unsere ganze Kunstgeschichte ziemlich überflüssig vorkommen. Nur wenn er dumm oder völlig gefühllos ist. Nein, das ist er nicht. Nur einseitig, fanatisch einseitig. Ich meine nur, so sind doch viele Ingenieure. Trotzdem, sehen Sie das hier. Die Eintracht in der Ehe, die künstlerische Darstellung eines ewigen Problems. Das geht uns heute genauso an wie die Menschen vor 2000 Jahren. Das ist wahr. Es geht also auch die Ingenieure an. Ohne Kunst und Kunstforschung gäbe es niemals jene Verfeinerung des Denkvermögens, ohne die ein Radiogerät zum Beispiel... Oder ein Fernsehapparat. ...gar nicht zu erfinden wäre. Das meinen Sie also auch, Herr Professor? Der Flieger da draußen scheint uns das auf seine Weise demonstrieren zu wollen. Ja, ich habe Sie schon unterbrochen. Wollen wir weiterarbeiten? Ich glaube, Sie sind gar nicht aufgelegt dafür heute. Oh, doch, doch. Vika, ich bin wirklich unmöglich, völlig unmöglich. Ich lasse Sie hier arbeiten und vergesse das Wesentlichste. Ich gratuliere Ihnen von Herzen. Sie wissen, was ich mir für Sie wünsche. Oh, habe ich Ihnen wehgetan? Nein, es ist nur... Ach so, der Ring. Ein schöner Ring.
Vielleicht ein wenig schwer für Ihre Hand. Ein Geburtstagsgeschenk? Einen Augenblick, Vicker. Ich habe etwas für Sie. Das habe ich Ihnen zugedacht. Schon in Sizilien. Oh, das ist schön. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Eine Drachme des Euainethos um 413. Es hat eine besondere Bewandtnis damit. Jetzt, wo ich Sie wiedersehe, wird mir das noch klarer. Ich habe nämlich bei den letzten Ausgrabungen eine Studie zu dieser Münze gefunden, mit einem Relief des gleichen Arethusa-Kopfes. Sie könnten das Modell dazu gewesen sein, Vika. Ich darf Sie doch so ansehen. Wenn es Ihnen Freude macht, Herr Professor. Sie haben sich verändert während der Ferien, Vika. Sie sind... Gustav! Vika! Stör ich euch? Aber nein, Mama. Sag doch mal, was will denn der merkwürdige Flieger da draußen? Lass ihn nur. Findest du nicht auch, Mama, Vika hat sich verändert? Ist sie denn verrückt geworden? Ja, was ist denn los? Er hat etwas abgeworfen. So? Ich sehe mal nach. Jetzt weiß ich es, Vika. Sie lachen gar nicht mehr so wie früher. Ach, das kommt Ihnen nur so vor. Wer sich wochenlang allein in den Bergen herumtreibt, hat schließlich wenig Gelegenheit zum Lachen. Nun, vielleicht kommen Sie heute Abend dazu. Das ist ja sehr lieb gemeint von Ihrer Frau Mutter, aber ich fürchte mich beinahe ein bisschen für heute Abend. Vika, ich mache mir Sorgen um Sie. Natürlich für Sie, liebe Vika. Sicherlich eine Aufmerksamkeit von den Demnitz-Werken. So? Habe ich recht? Das ist wirklich sehr nett. Ja, zu nett. Haben Sie Heimweh, Vika? Hätten Sie Ihren Geburtstag vielleicht auch lieber zu Hause verbracht? In Stuttgart? Nein. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Und jetzt freue ich mich auch auf heute Abend. Es wird mir gut tun, wieder einmal richtig zu lachen. Keine Post, kein Telegramm, kein Ferngespräch? Nichts, Herr Bellingsen. Ein Blitzgespräch nach Wien, B211-61, ja? Gewiss, Herr Bellingsen. Blitzgespräch Wien, B211-61. Was ich hier sage, ist nicht aus der Luft gegriffen. Nein, die Ähnlichkeit mit jener Quellennymphe Arethusa, die immerhin eine der verehrtesten Damen des Altertums war, ist kein Zufall. Denn wie Arethusa das Sinnbild des Frohsinns, der Gesundheit und überhaupt des Lebens für ihre Zeit war, so ist unsere verehrte junge Freundin... Ein Blitzgespräch aus Stuttgart für Fräulein von Demnitz. Ärgere mich gerade jetzt. Gehen Sie ruhig, Vika. Ich werde inzwischen den Faden nicht verlieren. Ich bitte um Entschuldigung. Sicher ist es Tante Britta. Na endlich! Wildfunk, ich gratuliere! Danke, ich auch. Bei dir gibt es nichts zu gratulieren? Na, vom Fernsehingenieur zum Flugzeugkonstrukteur. Ich finde, sie entwickeln sich. Aber sie haben mich ja an Überraschungen gewöhnt. Etwas anderes hast du mir nicht zu sagen? Ach, lass doch dieses alberne Sie. Wie lange gedenkst du eigentlich noch, mir dieses Theater vorzuspielen? Aber ich habe dir doch damals gesagt, dass ich wegfahren musste. Ja, ich wollte dir noch viel mehr sagen, aber du... Man darf nicht auf den Empfindungen eines Menschen herumtrampeln, ihn einfach beiseite schieben. Niemand darf das. Ich konnte dich bei dem, was ich vorhatte, nicht gebrauchen. Es war vielleicht dumm, dir das zu sagen. Ich hab's eingesehen. Weil ich inzwischen selbst eins auf den Kopf gekriegt habe von deinem Onkel. Soll ich nämlich erst beweisen, wer ich bin? Der wird sich wundern. Sie haben mit den Demnitz-Werken zu tun? Ja. Ich wollte es dir nur nicht sagen, bevor ich mich durchgesetzt habe. Aber jetzt? Wann schickst du endlich die Traupapiere? Jetzt soll ich meinem Onkel wohl klar machen, was für ein einzigartiger Mann Sie sind. Jetzt brauchen Sie mich wohl. Deshalb erinnern Sie sich plötzlich an mich und an meinen Geburtstag. Vika, ich habe nicht gehört, was du eben gesagt hast. Ich will es nicht gehört haben. Ach, du weißt jetzt endlich, woran du mit mir bist. Denke du ruhig, was du willst. Ich habe Wichtigeres im Kopf. Ich gehe meinen Weg allein. Ich kann warten, bis du endlich zur Vernunft gekommen bist. Und du wirst zur Vernunft kommen. Ja, weil du mich liebst. Ja, ich höre es doch an deiner Stimme. Ja, so wie ich bin. Ja, eines Tages wirst du kommen und dann wirst du... Hallo. Hallo. Vika! Hallo! Hallo! Bist du noch am Apparat? Hallo, Vika! Wo bleiben Sie? Vika, Sie werden die Familie Demnitz ruinieren. Ein Blitzgespräch! Das kostet ja ein Vermögen! Machen Sie Schluss! Ich habe schon Schluss gemacht. Ich kann also anfangen. Da Sie so vernünftig waren, unsere Bedingungen anzunehmen... Das ist mir nicht leicht gefallen. ...umso anerkennenswerter. Aber nun lassen Sie sich davon nicht bedrücken. Keine Sorge, es geht ja um meine Sache und vielleicht um noch mehr. Ich danke Ihnen. Und nun an die Arbeit.
Die Maschine ist nicht zu schlagen. Durchschnittsgeschwindigkeit 400. Enorm. Bei 38 Litern in der Stunde. Noch irgendwelche Mucken festgestellt? Nein, die Kiste ist in Ordnung. Sie kann in die Serie gehen. Erst den Europaflug abwarten. Wir werden heute die Einladungen hinausgehen lassen. Schade um den Zeitverlust. Auch die beste Maschine braucht ihre Propaganda. Wen schlagen Sie als Piloten vor? Mich. Sie wollen die Maschine selbst fliegen? Ja, wer denn sonst? Ich habe sie mir ausgedacht, ich habe sie gebaut und ich habe sie eingeflogen. Eine lange Besprechung. Interessiert es euch? Über die Demnitz-Werke natürlich. Lies doch vor, bitte. Die Demnitz-Flugzeugwerke Stuttgart haben einen internationalen Langstreckenflug für Sport- und Reisemaschinen ausgeschrieben. In Flugkreisen erwartet man, dass die zur Teilnahme gemeldete Maschine der Demnitz-Werke, eine Neukonstruktion des Chefingenieurs Benningsen, auf dieser Probe gegen eine scharfe Konkurrenz ihre überragenden Eigenschaften beweisen wird. Von Stuttgart ausgehend soll der Flug über Budapest, Athen, Bukarest, Mailand am 16. nach Stuttgart zurückführen. Am 16. ist da nicht gerade dein Stuttgarter Vortrag? Natürlich. Du, jetzt musst du mitkommen. Jetzt gibt es einfach keine Ausrede mehr. Ich denke, du wolltest absagen. Ja, das wäre auch vernünftiger. 2 Tage vor eurer Hochzeit, so eine Reise. Aber nein, ich finde es sehr gut, wenn wir deine Verwandten besuchen. Schon Tante Britas wegen. Ja, da hat er recht. Tante Britta wird es uns sowieso nicht verzeihen, dass sie unsere Hochzeit nicht ausrichten durfte. Sie wird. Wie ich Britta kenne, hat sie für die Fliegergesellschaft einen riesen Empfang vorbereitet. Wenn jetzt noch Gustavs Vortrag in der Archäologischen Gesellschaft dazu kommt, kann sie nachher den Fliegern auch noch ein glückliches Brautpaar präsentieren. Und sie wird selig darüber sein. Vielleicht. Machen wir ihr die Freude. Verzeihung, gnädige Frau der Gärtner. Entschuldigung. Ein glückliches Brautpaar. Bist du denn auch glücklich, Mika? Vollkommen. Ich bin ein anderer Mensch geworden jetzt. Du gefielst mir auch vorher schon sehr gut. Du hast mich noch nie gefragt, ob schon vor dir ein anderer Mann in meinem Leben war. Und warum sollte ich auch? Beichten dieser Art haben immer etwas Peinliches. Irrtümer soll man begraben lassen. Ja, begraben. Ein verirrtes Gefühl auslöschen, als wäre es überhaupt nie da gewesen. Ich freue mich ja so auf unsere Zukunft und auf unsere Zusammenarbeit auf Sizilien. Und du kommst also auch mit nach Stuttgart? Ja. Am 16. präsentiere ich den erstaunten Maschinenmenschen bei Tante Britta, meinen Mann. Herr Präsident, einen Augenblick, lieber Herr Präsident. Haben Sie meine Kinderchen schon begrüßt? Ich darf euch doch wohl so nennen. Herr Professor Lossen aus Wien, Herr Präsident Wendland. Meine Nichte kennen Sie ja wohl. Oh ja. Die heiratet nämlich morgen. So war es doch wohl. Ach nein, übermorgen. Oder nicht? Ja doch. Dieser schrecklich schlimme, schrecklich nette Mann entführen Sie mir. Guten Tag. Herr Präsident, waren Sie vorhin auch dabei? Aber natürlich, gnädige Frau. Ein unglaublicher Erfolg. Aber verdient, oder nicht? Und bei der Kompliziertheit der Materie, dieser Aufbau... Wirklich schnittig. Und dann diese einzigartige Diktion. Über 400 Kilometer in der Stunde. Alle Achtung. Ich glaube, der Herr Präsident spricht über den Europaflug. Und du wahrscheinlich... Ach so. Wie peinlich. Das heißt, ich sprach... Herr Präsident, waren Sie vorhin nicht bei dem Vortrag in der Archäologischen Gesellschaft? Leider nein, gnädige Frau. Ja, Sie müssen entschuldigen, meine Herrschaften. Aber die Preisverteilung an unsere Fliegergäste... Aber das ist doch selbstverständlich. Wir kommen uns
ohnehin schon ganz klein vor, neben den aktuellen Größen des Tages. Bukarest, Mailand, oh, das war ein Kinderspiel, aber Mailand, Stuttgart mit Gegenwind, das war schlimm. Ich musste auf 5000 raufklettern. Und trotzdem diese Durchschnittsgeschwindigkeit? Das ist erstaunlich. Das soll uns erst mal jemand nachmachen. Da, lieber Bennigsen, entschuldigen uns die Herren einen Augenblick. Unter uns, die europäische Presse, steht Kopf. Die Konkurrenz platzt vor, die telegrafischen Anfragen häufen sich. Frau Sinn, das geht nicht ganz unmöglich. Unser gutes Kind ist ganz gekränkt, dass du nicht einen Augenblick Zeit für sie hast. Kommen Sie mit, lieber Herr Bennigsen. Ich muss Sie unbedingt mit meinem anderen berühmten Gast bekannt machen. Herr Bennigsen, der Sieger unseres Europafluges. Herr Professor Lossen, meine liebe Nichte. Ein schönes Bild, Kunst und Wissenschaft. Oder ist das nur bloß Technik? Na, ist ja ganz egal. Reichen sich die Hand. Oder nicht? Oder kennen Sie sie schon? Oder irre ich mich? Nein? Haben Sie nicht, Herr Bennigsen? Oder war das nur telefonisch? Das ist ja auch ganz gleichgültig, liebste Britta. Ja, ist egal. Zu schade, dass Sie nicht beim Vortrag unseres lieben Professors dabei sein konnten, lieber Herr Bennigsen. Es war hinreißend. Er sprach... Aber das wird Herrn Bennigsen kaum interessieren. Im Gegenteil. Sehen Sie also. Er sprach von der Bedeutung des Augustus für die Arapazis. Umgekehrt, liebe Tante. Ja, umgekehrt. Bedeutung der Arapazis des Augustus. Juhu. Richtig, so war es. Das heißt, was heißt eigentlich Ara? Fränzchen, hattest du nicht mal Zigarren oder waren das Tigrellos, die so hießen? Rara, Rara Avis. Ist Ara nicht ein Papagei? Natürlich, und Pazis, nicht sagen, nicht sagen, das weiß ich schon selbst noch. Pax, Pazis, der Frieden. Ach so, jetzt verstehe ich, der Friedenspapagei. In diesem Fall heißt allerdings Ara mehr Altar. So, Altar, na, ist egal. Jedenfalls darüber sprach der Professor und auch sonst noch über Münzkunst. Du wirst uns alle noch ganz konfus machen, liebste Britta. Aber komm, wir müssen uns noch etwas um unseren Präsidenten kümmern. Seien Sie bitte. Ja. Sie sind also der Schöpfer der neuen genialen Maschine, Herr Bennigsen? Wenn Sie mit genialer Maschine meinen kleinen Wildvogel meinen... Ich beglückwünsche Sie zu diesem aparten Namen. Ja, wirklich, wie kommen Sie zu dieser etwas romantischen Benennung? Auch wir Maschinenmenschen kommen manchmal von romantischen Erinnerungen nicht ganz los. Am Ende ist auch Fliegen nicht ganz unromantisch. Das stimmt. Die Welt wird zum Spielzeug. Puppen Menschen, Puppen Häuser, Bergriesen, den man mit Leichtigkeit auf den Kopf spucken kann. Ein reizendes Spiel. Vielleicht auch ein recht gewagtes. Gar nicht, der Flieger steht fest, nur die Erde darunter bewegt sich. Und er selbst wird zum Zentrum der Welt. Wie arm und klein sind wir dagegen. Sie sind noch nie geflogen? So merkwürdig es klingt, nein. Mangel an Gelegenheit. Herr Professor, ich muss Sie einen Augenblick entführen. Präsident Wendland möchte unbedingt etwas über die Arapazis. Ist ja ganz egal. Hören, kommen Sie, kommen Sie. Entschuldigt. Weiß er etwas? Er weiß von einem Irrtum, den ich begangen habe, ja. Hast du das alte Spiel nicht endlich satt? Bitte, kann ich noch länger warten. Sie glauben, dass unsere, sagen wir, Beziehungen immer noch nicht beendet sind? Sie sind beendet. Und warum bist du dann hierher gekommen? Um Ihnen zu sagen, dass ich einen Irrtum erkannt habe. Ausgelöscht und begraben. Du hast mich damals geliebt. Das war kein Irrtum. Daran ändert auch eine Verlobungsanzeige nichts. Damals kannte ich Sie auch nicht. Damals war ich wirklich ein Wildvogel, den Sie zähmen konnten nach Ihrem Willen. Aber das ist vorbei. Warum? Weil ich inzwischen eingesehen habe, wie wenig Ihnen mein Gefühl bedeutet. Ein Stückchen echte Verliebtheit. Vielleicht. Ein größeres Quantum Herrschsucht und das allergrößte Nützlichkeit. Was soll das heißen? Eigentlich waren ja Ihre Bemühungen überflüssig. Sie sind auch ohne mich das geworden, was Sie werden wollten. Immerhin hat mir Ihr Verhalten die Sache leicht gemacht. Ich habe jetzt einen Mann gefunden, dem ich vertrauen kann. Und ich werde glücklich mit ihm sein. Das ist Selbstbetrug. Du kannst gar nicht glücklich mit ihm werden. Was uns bindet, das hält fest für immer. Willst du auch noch hören, wie wenig es festhält? Wie sehr ich jede Erinnerung an dich begraben habe? Nicht jetzt. Kann ich dich morgen allein sprechen? Nein. Morgen fahre ich mit meinem Verlobten nach Wien zurück, weil ich ihn übermorgen heirate. Du willst diesen Mann heiraten? Ja. Das werde ich verhindern. Ich... Hallo, Vika. Entschuldigen Sie, Herr Bennigsen. Denkt ihr, Vika, eben hat mir dein Onkel verraten, was wir von ihm zur Hochzeit bekommen. Ein bisschen unprogrammmäßig früh, aber... Wir konnten das Geheimnis nicht länger für uns behalten. Ein Geheimnis? Na, zum wenigsten eine Überraschung. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Sie, lieber Herr Bennigsen, davon zu verständigen. Was hat denn Herr Bennigsen damit zu tun? Oh, sehr viel. Ohne ihn wäre dieses Geschenk gar nicht denkbar. Das verstehe ich. Lassen Sie sie ruhig zappeln, Professor. Nein, seien Sie nett. Sagen Sie es ja selbst, Herr von Demnitz. Na gut. Also, wir gestatten uns... Im Gedenken an den unvergesslichen Gründer der Demnitz-Werke, deinen Vater, dir und deinem Verlobten zur Hochzeit die erste der fertiggestellten neuen Reisemaschinen zum Geschenk zu machen. Was? Den Wildvogel? Den Wildvogel?
Ich danke euch. Ja, stell dir vor, wir können alle unsere Studienreisen im eigenen Flugzeug machen. Wir können sogar morgen nach Wien zurückfliegen. Ja, aber wir können doch gar nicht fliegen. Weil erstens werden wir das lernen und zweitens stellt man uns zunächst einen erfahrenen Piloten zur Verfügung. Einen Piloten? Wen? Ich habe Herrn Wagner dafür vorgesehen. Wagner soll die Herrschaft morgen nach Wien fliegen? Ja, warum nicht? Es geht nicht. Wir kennen die Maschine doch kaum. Oh, Wagner ist ein hervorragender Pilot. Trotzdem. Ich werde selbst fliegen. Wundervoll! Das ist wirklich nett von Ihnen. Ein Opfer, das wir unmöglich annehmen können. Warum nicht? Ich verstehe sehr gut, dass Herr Benningsen sein neues Flugzeug nicht ohne weiteres einem Fremden überlassen will. Dann müssen wir denn überhaupt fliegen? Wir haben doch schon Schlafwagenplätze. Irrtum, die haben wir längst für uns umschreiben lassen. Wir müssen ja auch übermorgen in Wien sein, wenn ihr schon partout in Wien heiraten wollt. Du weißt doch gar nicht, wie dir so ein Flug bekommt. Aber bestimmt glänzen. Ich freue mich schon ganz unglaublich darauf. Fräulein von Demnitz scheint kein rechtes Vertrauen zu mir zu haben. Ja eben, ich verstehe dich gar nicht, Vika. Du bist doch sonst nicht so ängstlich. Als ob du dich gar nicht über unser Geschenk freust. Ach, Tante Vika. Naja, den ganzen Spaß verdirbst du uns, oder nicht? Gut, wenn euch allen so viel daran liegt. Siehst du, das ist nett. Also, abgemacht. Bravo. Ja, wundervoll. Beneidenswert. Eine Hochzeitsreise direkt in den Himmel. Oder nicht? Hallo, Funkstelle. Noch keine Meldung von Wildvogel. Das ist unverständlich. Die Maschine müsste längst aus Salzburg gemeldet sein. Ach was, sie ist pünktlich 17:20 von jedes Staffel. Sekretariat, das Kursbuch bitte. Telegramm des Generaldirektor von Demnitz. Ja, bitte. Das ist heute schon das dritte Telegramm. Immer diese geschäftlichen Störungen. Was ist denn los? Der Wildvogel ist überfällig. Na und, was heißt das? Das möchte ich lieber nicht aussprechen. Sag mal, Britta, ist dir gestern auch aufgefallen, dass Benningsen reichlich merkwürdig war? Ach, man, so schreck mich doch nicht immer. Eine Meldung? Nein, immer nicht. Da muss etwas geschehen sein. Benachrichtigen Sie sämtliche Stationen. Man muss den Wildvogel suchen. Danken wofür? Das war ein fliegerisches Bravourstück, diese Notlandung. Mir ist sie unverständlich. Der Motor scheint doch intakt zu sein. Wahrscheinlich eine Ventilwedel gebrochen. Sehr merkwürdig. Aber Vika, wir müssen froh sein, dass alles so gut abgegangen ist. Es war ja eine ungeheure Verantwortung für Herrn Benningsen zu entscheiden, ob er notlanden musste oder nicht. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Haben Sie eine Ahnung, Herr Benningsen? Was wollen Sie tun, um uns hier fortzuhelfen? Ich hoffe, den Defekt zu beheben. In welcher Zeit? Wir müssen morgen Vormittag in Wien sein, unter allen Umständen. Ich weiß. Wann können wir starten? Vielleicht schaffe ich es bis morgen früh. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich glaube nicht, dass Sie mit Schraubenschlüsseln umgehen können. Sagen Sie das nicht. Ich habe bei meiner Ausgrabung oft genug mit zugepackt. Sehen Sie lieber zu, irgendwo ein Dach über den Kopf zu bekommen. Dafür werde ich schon sorgen. Da drüben liegt Schloss Halde. Du weißt doch, Tante Agathes Besitztum. Wirklich? Haben wir aber Glück gehabt. So. Ein Flugzeug und mitten in der Wiesen! Da kommt schon eine! Franzl, Josef, Josefa! Jetzt ist die Frau! Tante Agathe, mein Glück, dass du da bist. Ich glaube es nicht. Ich denke aber wirklich. Ihr hattet das ja immer schon mit den Überraschungen. Aber das hätte ich doch nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht, Agathe. Obwohl es mir ja damals schon gesagt hat, das mit seiner Fliegerei. Was denn? Wie hat er es gesagt? Vika, du wirst ja ganz blass. Resi, Josef, wo steckt ihr denn? Warte mal, ich werde dir schnell einen Cognac holen. Nein, nein, ja. nein, lass nur, es ist nichts. Ja, Fika, was hast du denn nur? Erst kommst du ganz forsch mit einer Teufelsmaschine angeflogen und dann machst du schlapp? Frag nicht, Agathe, ich bitte dich. Hör zu, da kommt er schon. Wer denn, dein Mann? Nein, mein Verlobter. Verwirre mich jetzt nicht, mein Kind. Hör zu, Tante Agathe, frag nicht. Ich bin verlobt mit dem Mann, der dort kommt. Und morgen wollen wir heiraten in Wien. Und er darf nicht wissen. Du hast dich scheiden lassen? Nach so kurzer Zeit? Und von so einem Mann? Ich erkläre dir alles später. Ich flehe dich an. Ich kenne keinen Wolf Benningsen. Und du auch nicht. Und mein Gott, Torp ist auch hier. Er darf Wolf nicht kennen. Niemand darf ihn kennen. Ja, ja. Ja, was sehe ich, die kleine Frau? Na, das ist aber eine Freude. Wo ist denn nur der... Da bin ich schon. Herr Benningsen hat mich fortgeschickt. Er kann mich nicht gebrauchen. Benningsen? Professor Lossen. Jesus, Jesus.
Es ist also doch wahr, das mit dem Fliegen. Stolz haben wir auf Sie, Herr Ingenieur. Noch viel Grund habt ihr gerade nicht dazu im Augenblick. Wird's denn wieder ganz während die Maschine? Ich denke schon, morgen früh geht's los. In die Luft, da möchte ich mit. Und, da steh ich. Wollen Sie zuerst mal aufs Schloss kommen, Herr Ingenieur? Nein, nein, das geht jetzt nicht. Ich muss hier reparieren. Aber ihr müsst mir einen großen Gefallen tun. Was Sie wollen. Passt mal auf. Ich habe unbegrenztes Zutrauen zu der Tüchtigkeit dieses Herrn Benningsen. Das kann man auch. Wirklich, bei Flugzeugführern der Demnitz-Werke haben. Aber ob er allein diese komplizierte Reparatur bis morgen früh schafft? Ich glaube nicht an die Kompliziertheit dieser Reparatur. Aber Vika, du hattest vorhin schon so merkwürdige Zweifel. Warum sollte denn Herr Benningsen... Vielleicht will er sich wichtig machen. Eine leichte Neigung dazu? Haben viele Leute. Auf alle Fälle will ich mich nicht auf den rechtzeitigen Start verlassen. Wann fährt der erste Morgenzug von der Talstation nach Wien, Herr Oberförster? Um 9 Uhr, aber da müssen Sie schon um 6 Uhr hier aufbrechen. Gut. Außerdem müssen wir unbedingt telefonieren. Mutter wird sich entsetzlich sorgen. Und die Demnitz-Werke müssen ja schließlich auch wissen, wo wir geblieben sind. Die können es ja versuchen, Herr Professor, aber viel Glück werden Sie nicht haben. Nach 7 Uhr abends meldet sich da unten niemand mehr. Hm? Herein. Wir wünschen so viel Glück, ihr liebes Leid. Wie viel Blätter in den Wäldern, wie viel Grasel in den Feldern, wie viel Tröpferl in den Brunnen, wie viel Strahlen in der Sonne, wie viel Sand am weiten Meer, wie viel Stern dann oben her. Viel Rinder und Kinder, viel Blut und viel Gut. Glory, Glory, Victory, das wünschen wir gut. Ein merkwürdig musischer Empfang. Das ist bei uns so üblich hier, wenn wir... Umso erstaunlicher die Wirkung. Ja, mei, was ist denn nachher das schon wieder? Wo uns doch der Herr Ingenieur extra gesagt hat, dass wir das Versl aufsagen sollen. Wer hat das gesagt? Wir danken euch. Auf Wiedersehen, ich komme noch zu euch in die Küche. Was geht hier vor? Kannst du mir das nicht erklären, Vika? Nein, ich kann nicht. Jetzt nicht. Beichten haben immer etwas Peinliches. Ist das nicht ein Wort von mir? Du bist so gut. Man muss dich schon deswegen lieben. Jetzt werde ich mir diesen Verslar Lodri mal vorknöpfen. Da steht noch das Bild von damals, das muss weg. Lass ja auf das Telefon, darf ich? Top, aufpassen, das Bild. Ja, bitteschön, Herr Professor. Wenn Sie durchaus Ihr Glück versuchen wollen. Sebulon, wie geht es dir? Ist er nicht nett, mein alter Freund? Wissen Sie noch, meine Gnädigste, damals, als der Herr Gemahl... Hallo? Von der Dame, die damals... Meldet sich niemand? Nein, nichts. Ich hab's ja gesagt. Aber was ich vorher noch schon fragen wollte, warum haben Sie es denn so eilig, nach Wien zu kommen? Das ist doch ganz einfach. Hallo? Nichts. Weil wir morgen vor Mittag um 11 Uhr heiraten. Heiliger Robertus! Ein Tempo haben Sie, Vika. Wie lange ist denn das her, dass damals hier der Krach? So. Jetzt haben Sie genug geschimpft. Da sitzen Sie und jetzt rede ich. Sie wird ihn nicht heiraten, sage ich Ihnen. Deshalb bin ich nämlich hier. Die Berge und das Schloss und das alles sind meine Verbündeten. Aber das verstehen Sie natürlich nicht. So. Wem wollen Sie eigentlich etwas erzählen von der Kraft der Erinnerung? Sie grüner Junge, Sie. Seit 20 Jahren lebe ich davon. Aber ich sage Ihnen, damit allein schaffen Sie es nicht. Und mit solchen lausejungen Methoden wie vorhin erst recht nicht. Außerdem ist es dem Professor gegenüber nicht anständig, wenn Sie ihn auch als Ihren Feind betrachten. Ja, fühlen Sie denn das nicht? Ach, Sie haben recht, verdammt normal. Skalpieren Sie mich, reißen Sie mir die Ohren ab oder hauen Sie mir eins runter. Ich bin taktlos und unverschämt. Und feige. So, jetzt ist mir wohler. Und nun helfen Sie mir mal von Ihrer Kiste hier herunter. Und dann kommen Sie gefälligst mit. Sie werden dem Professor offen und ehrlich sagen, was los ist. So, jetzt steht er wieder fest, unser Glücksritter. Na, dann kann ich ja wohl auch wieder telefonieren. Ach. Deshalb haben Sie so konsequent das Schränkchen gehütet, Herr Oberförster. Sehr ritterlich von Ihnen. Du hattest recht vorhin, Vika. Beichten haben immer etwas Peinliches. Ich verzichte jetzt gern darauf. Das Bild sagt mir ja genug. Das Bild kann Ihnen gar nicht sagen, aber ich werde Ihnen jetzt alles sagen. Halten Sie Ihren Ton für richtig? Auf den Ton kommt es nicht an. Ich will jetzt endlich reinen Tisch machen. Ich auch, Herr Benningsen. Verlassen Sie sich darauf. Aber seien Sie doch vernünftig. Herr Professor, denken Sie daran. Was gewesen ist, ist gewesen. Und darüber wird nicht mehr geredet. Es geht nicht darum, was war. Es geht darum, was sein wird. Genau, das meine ich auch.
Du weißt doch, was sein wird. Ich hoffe es. Und jetzt lass uns bitte allein. Komm, Bieke. Und sie auch, Torf. So, und jetzt gehst du hinauf. Es wird ganz gut sein, wenn du dich einmal auf dich selbst besinnst. Und Sie wissen jetzt, dass Vika und ich zusammengehört haben. Und Sie wissen, dass Vika und ich jetzt verlobt sind. Jawohl, weil Sie sich zwischen uns gedrängt haben. Glauben Sie vielleicht, dass Sie Vika auf die Dauer mit Ihren schönen Redensarten festhalten können? Mit Ihrer Güte und Ihrem Takt, von dem er Vika immer vorgeschwärmt hat? Mit dieser ästhetischen Schaumschlägerei, dieser blutlosen... Ich könnte Ihnen mit der Faust antworten. Aber mir ist nicht nach Raufereien zumute. Das kann ich mir denken. Was Sie glauben, ein Mann wie ich könnte nicht zuschlagen. Sie würden sich wundern. Ich fürchte mich nicht vor solchen Auseinandersetzungen. Ich halte nur nichts davon. Es würde immerhin beweisen, wer stärker ist. Glauben Sie? Machen Sie sich doch nicht kleiner, als Sie sind. Sie zerstören sich ja alles selbst. Denn ein Mann, der auf solche Mittel baut, kann eine Frau wie Vika vielleicht einmal überrumpeln. Festhalten kann er sie damit nicht. Was entscheidet denn darüber, Ihrer Meinung nach? Das Herz entscheidet. Dann habe ich schon gewonnen. Sie denken immer nur an sich, an Ihr Glück, an Ihre Erfüllung. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie Vika überhaupt glücklich machen können? Könnten Sie es denn? Ich habe es bisher geglaubt, weil ich nichts für mich wollte. Weil ich den Sinn meiner Liebe darin sah, zu geben und nicht immer nur zu fordern. Das war meine Art zu kämpfen, Herr Bennigsen. Das ist sehr schön, was Sie da sagen, Herr Professor. Trotzdem. Meine Art ist zwar anders, aber ich glaube, sie hat auch ihren Wert. Vielleicht. Wir wollen sehen. Ich gehe jetzt raus zu meiner Maschine. Gute Nacht. Ist er fort? Ja. Zu seiner Maschine. Gott sei Dank. Ein Mensch ist damit nicht fort, dass er geht. Was meinst du damit? Er hat mir gut gefallen eben. Du glaubst doch nicht etwa... Vika, ich mache dir keinen Vorwurf daraus, dass du nicht früher gesprochen hast. Ich verstehe das. Aber es deutet doch auf eine gewisse Unsicherheit deines Gefühls. Nein, das ist nicht wahr. Du wirst dich jetzt klar entscheiden müssen. Aber ich habe mich doch schon entschieden. Ich gehöre dir. Ich wäre sehr glücklich, wenn es so wäre. Warum zweifelst du? Hilf mir, lieber, halt mich fest. Ich gehöre dir wirklich. Er kann mir nichts mehr anhaben. Gar nichts. Du glaubst mir nicht? Wohin willst du? Zu ihm. Ich will ihm sagen, dass wir nicht mehr sehen wollen. Dass er gehen soll. Hallo. Was ist denn das hier? Ich bin's. Josef, sind Sie übergeschnappt? Was machen Sie denn hier? Ich warte. Ich hoffe, dass der Herr Ingenieur nichts merkt. Ich wiege auch nicht viel. Ja, wollten Sie mitfliegen als blinder Passagier auf Ihre alten Tage? Gerade deswegen. Blind oder taub. Einmal. Ja, guter Josef, damit ist nun mal nichts. Aber hier hast du einen Schnaps, der wird dir drüber weghelfen. Weißt du, mit Gewalt, das geht eben nicht. Kannst mir glauben, ich hab's bitter genug erfahren müssen. Hübsch warten muss man. Wenn aber einer keine Zeit mehr hat zum Warten. Ach, wer fragt dann nach? Und wenn man es dann doch tut mit Gewalt, bricht man sich entweder den Hals oder man sitzt eines Tages irgendwo herum, ganz klein und einsam, so wie ich. Prost. Prost. Herr Bennigsen? Vika. Wie ist es, wenn die Frau meiner Josefa was sagt, dass ich... Keine Sorge, Josef. Na, als dann. Ich gehe schon. Willst du nicht hier reinkommen? Ich habe dir etwas zu sagen, Wolf. Nein. Sag es nicht. Ich weiß es schon. Du willst mich wegschicken. Du willst mir wehtun. Wir wollen jetzt nicht mehr miteinander streiten. Wenn ich dich nun doch verloren habe, glaubst du nicht, dass das genug Strafe für mich ist? Gönne mir diesen Abschied. Du hast mich also wirklich aufgegeben? Ja. Ich habe dich aufgegeben. Ich sehe mich plötzlich so, wie ich bin. Ich verdiene dich nicht. Du hast mein Gefühl für dich mit Füßen getreten. Ja, ich hätte dir damals sagen müssen, weshalb ich fort wollte. Aber ich war eben zu hochmütig. Ich wollte nicht von dir abhängig sein. Ich dachte zu sehr immer nur an mich
Jetzt? Jetzt ist es zu spät. Seit wann hast du solche Gedanken? Seit vorhin. Seitdem ich den Mann kenne, den du liebst. Das ist nämlich ein feiner Kerl. Und nicht leicht, das zuzugeben. Ach, jetzt glaubst du, ich mache dir wieder etwas vor, nur weil ich mich damals über Menschen seiner Art lustig gemacht habe. Wer ein Ziel hat, ist einseitig. Und wer einseitig ist, ist ungerecht. Du wirst immer ein Ziel haben, das dir näher ist als dein Herz. Ich dachte, das Herz gebe mir die Kraft für mein Ziel. Das ist auch so. Ich hab's nur falsch gemacht, Vika. Aber geliebt habe ich dich deswegen doch. Und ich werde dich auch immer lieben. Vika! Vika! Gute Nacht sagen. Willst du nicht bei mir bleiben? Dann nehme ich fort. Man kann nicht halten, was man nicht wirklich besitzt. Man kann nicht halten, was nicht zu einem gehört. Ich habe das eingesehen. Aber ich... Es ist sehr schlimm. Frag nicht. Das muss ich mit mir allein abmachen. Denk nicht mehr nach. Schlaf. Es wird wohl Zeit, Herr Oberförster. Sie wollen fort? Was ist, Herr Professor? Was ist mit Vika? Sie können sich den Weg zum Bahnhof sparen, Herr Professor. Die Maschine ist wieder in Ordnung. Ich bin startklar. Und Sie werden beide rechtzeitig in Wien sein. Wir beide? Ja, Mensch, was geht eigentlich vor in Ihnen? Was denken Sie denn? Dass Sie gesiegt haben. Ich verdiene es auch nicht anders. Halten Sie den Mund, Sie Narr, Sie! Sind Sie wirklich so hirnverbrannt, dass Sie jetzt immer noch nicht wissen, was los ist? Oder tun Sie nur so? Ich gehe. Ich allein. Aber das sage ich Ihnen. Wenn Sie Vika nicht glücklich machen... Er wird schon. Dann schlage ich Ihnen doch noch eines Tages den Schädel ein. Wollen Sie diesen Gruß an Vika weitergeben, liebe Tante Agathe? Sehr gern. Ich gehe voraus, Herr Oberförster. Professor ausrichten. Das könnte Ihnen so passen. Sie bleiben hier. Nein! Helfen Sie denn nicht? Nein! Was fällt Ihnen ein? Sie wüsten Sie. Alle anderen dürfen Sie küssen, nur Sie schnell. Warum? Sie gehen sofort zum Professor. Aber schnell. Na und? Und dann kommt sie bald zurück. Doch? Schlägt mir den Schädel ein, wenn ich dich nicht glücklich mache. Warum tust du es denn nicht?
Hallo, Stuttgart? Ah, Herr Dr. Schütte, hier Benningsen. Ob noch alles lebt? Natürlich, und wie? Der Wildvogel flattert wilder denn je. Auf einer kleinen Almwiese mitten im Gebirge. Nö, keine Notlandung. Wir hatten nur eine dringende Privatangelegenheit in Ordnung zu bringen. Was? Das heißt mit einer fremden Maschine? Die Kiste gehört mir. Die Maschine wurde doch ausdrücklich dem Brautpaar geschenkt. Na also, das sage ich ja. Ob ich betrunken bin? Ja, vielleicht. Man kann auch einen Chefingenieur ausschmeißen. Tun Sie es, Herr Doktor. Tun Sie es. Mir ist heute alles egal. Überlegen Sie es, lieber Herr Doktor. Dieser Mensch kommt nämlich doch wieder rein. Durch die andere Tür, durch die Vorstandstür. Jetzt verstehen Sie gar nichts mehr. Das wird anderen auch so gehen. Wann kommen Tante Britta und Onkel Franz in Wien an? 9:15 Uhr. Können wir das schaffen? Großer. Gut. Tante Agathe, packen schnell in 10 Minuten mit mir fort. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Entschuldigen Sie, lieber Herr Doktor. Ich erkläre Ihnen später alles. Ich bin nämlich auch betrunken. Vergnügt. Tante Agathe? Was denn? Hier sind wir jetzt schnell aus dem Haus.